Heute möchte ich mal zeigen, wie man ein Bild in Word einfügen kann und das dann frei positionieren kann. Dazu hole ich mir jetzt erstmal ein Bild. Ah ja, okay. So, das habe ich jetzt markiert, einfügen, und dann ist das jetzt erstmal hier drin. Sieht natürlich nicht gerade schön aus. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich gehe hier einmal oben auf Format und dann Position. Und dann, wenn ich hier drüber gehe, dann sehe ich schon, dass das Bild sich irgendwo positioniert. Da könnte ich jetzt draufklicken und dann bleibt das eben so. Na, das geht jetzt hier so einmal lang durch. Was ich aber auch machen kann, ist, ich klicke jetzt mit der rechten Maustaste auf das Bild drauf und sage dann Grafik formatieren. Bei Layout kann ich dann sagen, alles klar, mit Text in Zeile, was passiert dann? Nicht viel. Nehmen wir den nächsten als Quadrat. Dann habe ich genau das gleiche wie hier oben mit der Position. Ne? Dann gehen wir mal auf den nächsten, passend. Und nun kann ich frei wählen, wo soll denn mein Bild hin? Also da ist jetzt wirklich keine Sperre mehr, nichts mehr drin. Einfach irgendwo, zack, und das Bild ruckelt sich dann so hin. Ich kann es auch noch ein bisschen vergrößern und verkleinern, sodass es vielleicht noch ein bisschen besser aussieht im Text. So, wunderbar. Und wenn ich nochmal drauf gehe, habe ich auch die Möglichkeit, das Bild hinter den Text zu legen, wie beispielsweise auch ein Wasserzeichen. Wenn ich mir das nochmal ein bisschen größer ziehe, sieht zwar jetzt nicht allzu toll aus, aber es ist machbar, es ist möglich. Und damit haben wir das gezeigt. Was haben wir als nächstes? Vor den Text. Genau. Sowas ist wie eben gerade bloß, dass sich der Text ja nicht um das Bild rumwurstelt. Es ist halt einfach nur vorm Text. Ja, so viel dazu. In der Videobeschreibung gibt es noch einen kleinen Link zu einem Office-Lernkurs. Und wenn du möchtest, kannst du da gerne mal draufklicken, mal reinschauen und dich informieren. Dankeschön!